Mein Name ist Martin Schlingmann. Ich habe die Schreinerei vor 25 Jahren hier in Bad König Oberkinzig gegründet. Seinerzeit mit einem Gesellen. Das war eine spannende Phase, Gründungsphase. Echt irre Zeit gehabt. Und inzwischen sind wir aber über 20 Mitarbeiter. Die Mitarbeiter setzen sich zusammen. Das sind 10 Gesellen, 4 Meister, die in der Werkstatt mitarbeiten. Wir haben einen Techniker, wir haben eine Innenarchitektin und 4 Auszubildende. Alle haben Teil am Erfolg dieses Betriebes. Wir machen verschiedenste Sachen. Wir bauen komplette Häuser um, vom Boden, Wand, Decke. Aber unsere Spezialitäten sind der gehobene Innenausbau, Ladenbau, Büroräume und private Sachen. Das funktioniert gut, das macht Spaß und ja, das ist einfach schön. Ich freue mich jeden Morgen hier in die Firma reinzugehen, meine Mitarbeiter zu sehen, das macht einfach Spaß. Für die Fachkräftesicherung haben wir Lehren gezogen aus der Pandemie und das ist ein Hauptsatz, den ich sagen kann, keine Angst vor Begegnungen. Wir haben ein Format, morgens um 7 Uhr treffen sich alle bei uns im Betrieb zur Besprechung. In dieser Besprechung haben wir in der Pandemiezeit, besonders zu Beginn der Pandemie, ausführlich darüber gesprochen, was aktuell passiert hier im Odenwald, wie die Inzidenzen sind. Und da sind dann auch Berichte gekommen von den Mitarbeitern. Und durch diese Berichte morgens in der 7 Uhr Besprechung ist eine gewisse Normalität reingekommen. Man hat gemerkt, es greift um sich, aber es ist normal, dass irgendwo etwas passiert. Und durch diese Normalität, dass wir darüber sprechen konnten, ist auch eine gewisse Sicherheit gekommen. Die Angst ist gewichen. Die jungen Leute wussten, wenn sie in die Schreinerei gehen, da kann nichts passieren. Selbst wenn jemand in Quarantäne ist oder infiziert ist, gibt es dafür Lösungen und es gibt eine Sicherheit. Und das hat ganz, ganz viel ausgemacht. Und da kann ich nur für plädieren, Begegnungen zuzulassen. Und das haben wir auch mit unseren Praktikanten gemacht. Wir haben alle, die ihr Praktikum hier machen wollten, zugelassen und haben denen hier eine gewisse Normalität gegeben. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir diese Begegnungen machen. Und das ist auch die Philosophie unseres Betriebes. Es sind nicht nur die Begegnungen, die wir intern fördern, sondern wir wollen auch die Begegnungen nach außen, zu den neuen Schülern, zu den Lieferanten, zu den Kunden. Und diese Begegnung und diese Beziehung wollen wir auch verbessern. Das ist unser Ziel und das hilft uns in der Pandemie. Die Pandemie hat ja alle Mitarbeiter gleich getroffen. Es war so, dass der Lukas nicht mehr in sein Fußballtraining gehen konnte, weil es einfach ausgefallen ist. Nicole konnte keinen Sport mehr machen. Die macht Spinning im Fitnessstudio, ist da Trainerin. War völlig vorbei. Also dieser Einschnitt im privaten sozialen Umfeld war dramatisch. Und da ist es so, dass bei uns in der Firma ein sehr gutes Miteinander gepflegt wird, ein freundschaftliches Verhältnis hier ist. Es ist auch so, dass die nicht unbedingt um 4 Uhr nach Feierabend nach Hause gehen. Die bleiben noch mal hier sitzen, trinken noch ein Bier miteinander oder bestellen sich mal eine Pizza. Das ist einfach dieser Teamgeist, dieses Zusammengehörigkeitsgefühl, auch dieses gewisse Geborgensein in der Gruppe der Mitarbeiter. Und das kann man nicht einfach definieren, indem man das sagt, das ist jetzt so, sondern das muss man üben, lernen, das geht über Jahre und das pflegen wir hier sehr. Die Achtung vor jedem ist hier gegeben und das ist wichtig. Und das merken auch die jungen Leute, die zu uns gekommen sind, die ihre Praktika gemacht haben. Die haben plötzlich gesehen, hier sind wir im normalen Umfeld, können normal arbeiten, können normal uns bewegen, anders wie in der Schule, anders wie in den Vereinen, anders wie es in der gesamten Situation in der Pandemie gewesen ist. Ja, die Herausforderung fürs Handwerk ist natürlich einmal Arbeit zu haben, aber die größte Herausforderung ist die Fachkräftesicherung. Wir brauchen Leute, die die Arbeit auch machen. Unser Betrieb ist ein sehr junger Betrieb. Ich habe das große Glück, dass in den nächsten 10 Jahren niemand in Rente geht. Das ist ein Fund, da lässt sich gut drauf aufbauen. Und dann ist es so, dass hier im Betrieb ganz viele junge Leute sind, die auch hier schon ihre Ausbildung gemacht haben. Das sind Eigengewächse, die man sozusagen geformt hat, die auch Teil des Betriebes, Teil des Lebens hier in der Schreinerei sind. Und das ist natürlich klasse, weil die haben die Luft im Prinzip von der Pike auf geatmet und haben im Prinzip auch Anteil an jeder Entwicklung hier gehabt. Diese Eigengewächse sind natürlich auch gut als Botschafter für den Betrieb. Die treten nach außen im privaten Bereich, im Verein, in den Familien und reden über den Tag, was so passiert. Und wenn da der Zusammenhalt so ist, wie er bei uns ist, ist das nur gut. Wir wollen natürlich an junge Menschen rankommen, indem wir uns auch zeigen,
Das machen wir auf den Odenwälder Berufsinformationstagen, die in den Schulen stattfinden. Da gehen wir mit unseren Lehrlingen in die Schulen. Es gibt die Studientage, da besuchen wir die weiterführenden Schulen. Und da versuchen wir schon mal einen persönlichen Kontakt herzustellen. So eine Art persönliche Berührung. Da wollen wir cool sein, da machen wir das spannend und gestalten im Prinzip unseren Beruf in der Schule aus, dass das interessant für junge Leute wird. Wir stellen uns auf die Herausforderung ein, indem wir hier ein Zusammengehörigkeitsgefühl entwickeln. Das machen wir jeden Tag neu. Das ist einfach wichtig für uns. Das ist auch in unserer Philosophie drin, dass wir Begegnungen einfach fördern. Das heißt auch, dass man Anerkennung gibt, dass wenn was gut gelingt, auch mal sagt, Mensch, klasse. Bei uns ist das so, dass wir eine Vereinbarung haben, wenn der Monat gut läuft, gibt es für jeden eine extra Bonus auf den Lohn. Was wir auch machen ist, dass wir alle gut absichern fürs Alter. Eine betriebliche Altersvorsorge ist ein Muss für jeden Betrieb. Das gibt den Mitarbeitern auch wieder Sicherheit und das sagt auch eine, ist auch eine Aussage, dass die dann länger bei einem bleiben. Es ist einfach eine Gemeinschaft, die da entsteht und das passiert einfach, indem man fair, offen und ehrlich miteinander umgeht. Die jungen Leute haben das verdient. Die meisten wissen das nicht, dass das im Prinzip der Anreiz ist, das Gute miteinander, die sozialen Kontakte untereinander im Betrieb, dass das im Prinzip dafür führt, dass die Leistung explodiert. Und da darf das auch mal sein, dass einer keine Lust hat oder mal rausfällt. Der ist am nächsten Tag doppelt so gut. Und das ist klasse. Und diese Sachen sind einfach wichtig, diese kleinen Aufmerksamkeiten am Rande. Und das fördert den Teamgeist. Und deshalb kommen auch so viele junge Leute in die Betriebe, wenn das vorhanden ist.